sollte ich sicher sein. Dort rüberkommen. Thank you.
So, als hätten die Sandgräber sie alle erwischt. Verdammte Viecher. Zum Glück bist du heil wieder zurück. Wir informieren Coruscant, diesen Planeten als gefährlich einzustufen. Das war gut, Jaden. Du bist für die nächste Stufe des Trainings bereit. Aber wir hätten auch noch eine andere Mission. Denk dran. In jeder Mission kannst du mehr über das Leben eines Jedi erfahren. Ich kenne noch Leute in Coronet. Wir treffen dort ein paar Freunde und gucken, was passiert. Gleichzeitig sehen wir diejenigen, die von den Kultaktivitäten berichtet haben. Und Jan haute dem Weequay eins genau. Kann mich jemand hören? Wir werden angegriffen. Jemand will die Bahn in die Luft sprengen. Die Meldung kam von der Frachtbahn dort unten. Arbeite dich bis nach vorn vor und checke jeden Wagen. Halt den Feind immer vor dir, dann kann dir niemand in die Seite fahren. Thank you.
Bombe in der Bahn. Bombe in der Bahn. Ausgezeichnete Arbeit mit der Bahn. Ihr wart genau zur richtigen Zeit dort. Wenn die Bahn in der Stadt explodiert wäre, hätte dies Tausende das Leben gekostet. Es ist etwas passiert. Wir brauchen dich zurück an der Akademie. Ich spüre viel Gutes in dir. Bleib auf deinem Weg und du wirst ein wahrer Jedi. Ich habe euch hierher gebeten, da ich beunruhigende Neuigkeiten habe. Jemand ist bei mir eingedrungen und hat höchst wichtige Daten über Orte eingesehen, an denen ich eine starke Präsenz der Macht gespürt habe. Orte wie die Wolkenstadt, Hoth und Biss. Was außer einem Tagesausflug kann man damit anfangen? Auf jeden Fall nichts Gutes. Ich glaube, dass das Zepter, das Jaden sah, irgendwie die restliche Macht vom Masasi-Tempel entzogen hat. Die Macht entzogen? Wie geht das denn? Ich bin nicht sicher. Aber ich weiß durch die Jedi Holocrons, dass in der Vergangenheit Objekte erschaffen wurden, die Energie der Macht speichern können. Die Leute, die Jaden sah, könnten einen Weg gefunden haben, die Energie der Macht mit diesem Zepter zu sammeln. Was sich als gefährlich erweisen dürfte. Und was planen wir daher? Wir müssen die Orte aus meinen Aufzeichnungen untersuchen. Daran werden alle Schüler teilnehmen. Corin, du gehst nach Wayland. Kyle, du siehst dich im Tal der Jedi um. Endlich etwas Action! Warum sollte jemand die Energie der Macht stehlen? Keine Ahnung. Du machst dir zu viele Sorgen, Jaden. Ich wette, dass diese Kulttypen gegen einen Jedi keine Chance haben. Wir sind aber noch keine Jedi. Wir sind nur Schüler. Ihr mögt nur Schüler sein, aber ihr macht beide große Fortschritte. Übertreibt es nicht. Jaden, ich sende dich nach Hoth, wo ich eine Vision von Obi-Wan Kenobi hatte. Dort wird eine sehr starke Aura sein. Rosh, du begibst dich zu den Resten des Planeten Biss.
Er liegt sehr abseits und der Kult kann dort kaum gewesen sein. Bleibt nicht zu lange, die Hinterbliebenen könnten dort noch aktiv sein. In Ordnung. Dann hätten wir alles. Möge die Macht mit euch sein. Viel Glück, ruf mich, wenn du Hilfe brauchst. Der Skywalker bei diesem Ort? Was ist das? Sollte ich mir mal näher ansehen. Mit einem dieser Tauntauns kann ich eine größere Distanz abdecken.